Hallo Reiterkollegen, es freut mich, euch auf unserer Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Heute mit einem neuen Pferd, und zwar einer vierjährigen Stute. Sie wird 2025 fünfjährig. Sie ist eine Lord Europe, mal De Niro, mal Fürst Romancier. Das ist die Mutterseite. Sie wurde zu uns gebracht, da war sie, wie halt leider sehr oft, etwas zu eng und zu tief eingestellt. Das ist halt, wenn Pferde verkauft werden, wissen wir mittlerweile, dann werden sie halt relativ schnell so geritten, dass sie gut aussehen, dass sie gut präsentiert werden können. Und ja, ich verurteile das nicht. Warum? Weil es einfach auch eine Verkaufsstrategie ist. Klar, auf Pferde betrachtet, auf die Pferde gesehen, ist es dann so, dass man sagt, ja, für Pferde wäre es besser, wenn sie länger Zeit hätten für die Ausbildung. Aber hier muss man auch wiederum sagen, ein Pferd, das wirklich schon mit Ausdruck geritten wird, ist leichter zu verkaufen als ein Pferd, das aussieht, wie wenn es gerade von der Koppel kommt. Hier einen Unterschied zu machen, auch wieder, bauen wir das gleich mal ein. Wenn ich heute sage, okay, ich kaufe mir ein Pferd, und ich bin bereits fähig, mir meine Fantasie so zu gestalten, dass ich sage, was für einen Körperbau hat dieses Pferd, wie wird dieses Pferd in ein paar Jahren mit der richtigen Muskulatur aussehen. Dazu brauche ich bereits Wissen, dazu brauche ich bereits eine Erfahrung, die viele, die sich Pferde kaufen, ja noch gar nicht haben. Das heißt, diese Leute kommen dann irgendwo hin und sehen sich die Pferde im Hier und Jetzt, so wie sie gerade präsentiert werden, an. Und so werden Pferde gekauft und auch verkauft. Darum werden Pferde sehr schnell, entweder hoch oder eng geritten, wie auch immer. Sie steht jetzt bei uns und das schon ein paar Monate. Ich kann sie euch heute so zeigen, dass wir Folgendes im Schwerpunkt haben, nämlich die Balance des Pferdes. Worauf sollten wir achten? Warum? Weil diese Balance in Bewegungsrichtung und auch die seitliche Balance des Pferdes, das die Basis ist für dieses vor die senkrechte Reiten. Die Basis ist für das an die Hand Reiten. Die Basis ist für das lockere, entspannte Reiten. Worauf achte ich nun beim Schrittreiten? Gerade aufgesessen. Es geht hier in erster Linie um die Balance in Bewegungsrichtung. Es gibt ja auch diesen Begriff, der Reiter muss zum Treiben kommen. Zum Treiben kommen bedeutet, ich komme vorne zum Loslassen, habe meine Hand wirklich nur ganz leicht am Maul, bin mit meinem Körper in der Bewegung des Pferdes, bedeutet, ich sitze aufrecht, stabil und gehe in der Bewegung des Pferdes mit. Das ist hier ein ganz wichtiger Faktor. Hier sind wir auch in der mentalen Stärke. Denn wenn ich heute sage, ja, es ist ein junges Pferd, ich kann wegbuckeln und ich verspanne mich irgendwo im Körper, muss euch klar sein, der gesamte Ablauf der Bewegung wird verändert. Das ist ein wichtiger Faktor. Also, für diejenigen, die bereits so weit sind, mit jungen Pferden reiten zu können und auch stabil sitzen, also aufrecht, tief, dann vorne loslassen, trauen, die Pferde dürfen gehen. Nun, durch dieses Tiefsitzen die Bewegung des Pferderückens spüren, dann haben wir die Möglichkeit, mit der Wade das Abfußen der Hinterbeine noch einmal ein bisschen mehr zu unterstützen. Das ist hier das Um und Auf. Nun ist der Unterschied junge Pferde und ausgebildete Pferde. Bei einem jungen Pferd, dieses junge Pferd sollte zuerst mal nur lernen, auf die Wade, wenn es untertritt, so wie man es bei ihr jetzt sehr schön gesehen hat, eine Vorwärtstendenz. Das ist das, was die jungen Pferde lernen sollen. Warum? Weil sie auf diese Vorwärtstendenz nach vorne auch eine Dehnung im Hals und mit Maul genickt nach vorne bekommen. Das ist für uns dann die Anlehnung. Bedeutet jetzt, ich sitze in der Balance, das Pferd geht in Bewegungsrichtung ausbalanciert und ich komme mit der Wade zum Treiben, sie dehnt sich. Fehler wäre hier, wenn ich jetzt mit der Wade Druck mache, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil sie ja grundsätzlich mal jetzt stabil werden soll und nicht wieder mit Fehler geritten werden. Die Fehler haben wir euch schon in den Videos gezeigt. Die Abonnenten und Mitglieder kennen diese ganzen Fehler mittlerweile. Hier korrekt, ich sitze tief, habe die Wade dran und das Pferd geht vor. Der Fehler wäre,
wenn ich mit der Wade Druck mache, und beim Traben werden wir das vielleicht sehen oder beim Galoppieren, und das Pferd läuft auf die Wade nach vorne los und ich komme nicht mehr zum Loslassen, dann ist diese Vorwärtstendenz auf die Wade ein Davonlaufen. Also noch einmal, ich sitze tief im Sattel, habe beide Zügel ruhig am Maul. Nun mache ich mit der Wade diesen Druck, unterstütze und hier auch wieder wichtig, so viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, man darf nicht dauernd treiben. Leute, es geht beim Treiben nicht darum, dass ich ständig treibe und eine Beschäftigung brauche, sondern meine Wade hat die Aufgabe, angelegt die Hinterhand auf der Linie zu halten. Das kann ich nicht, wenn ich die Beine wegstrecke, da kann ich mir nicht erhoffen und wünschen und träumen davon, dass die Hinterhand auf der Linie bleibt. Nein, ich habe meine Wade anliegen. Das nächste, meine Wade biegt ja auch das Pferd. Mit meiner Wade reite ich ja, und da ist natürlich klar, wenn jemand noch nicht höher geritten ist, noch nie wirklich korrekte Seitengänge oder Traversal im Sinne von Galopptraversalen, Trabtraversalen, fliegende Wechsel oder auch Galopppirouetten, dann kann man sich nicht vorstellen, warum es wichtig ist, mit der Wade durchgehend Einfluss zu haben. Und hier meine ich nicht quetschen und noch einmal stärker, sondern nur so viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Aber noch einmal, beide Beine dran, rahmen die Hinterhand ein, die Wade biegt auch das Pferd, mit der inneren Wade reite ich auch die Dehnung an den Außenzügel und zusätzlich kommt auch noch mit der Wade der Impuls, damit das Pferd vermehrt abfußt. Das sind hier mal diese Faktoren, warum der Reiter mit einem Pferd in Bewegungsrichtung ausbalanciert zum Treiben kommen muss. Das gleiche auch auf der linken Hand. Wenn ich hier, ich schneide nur ein paar Sachen raus, damit es nicht ewig dauert, wenn ich hier tief sitze, ganz locker reite, mit der Wade dran bin, und jetzt kommt schon dieser Moment, warum muss ich die Wade dran haben, dann möchte ich, wenn ich links herum wende, ums linke Bein Biegung haben. Wenn ich jetzt rechts herum reite, rechte Wade vorne, linke Wade leicht nach hinten, Gewicht leicht rechts, Oberkörper dreht sich und ihr seht, dieses junge Pferd kann ganz locker, entsprechend der Grundlinie gebogen, nach vorne gehen. Das gleiche kann ich jetzt wieder. Handwechsel nach links, linke Wade nach vorne, linke Wade treibt, biegt das Pferd leicht, mit der Hand bin ich am Maul und reite an den rechten Zügel. Und das ist hier die Aufgabe der Wade. Ohne eine Wade, ohne mein Bein dran zu haben, kann ich das alles nicht machen. Der nächste Punkt. Wenn ich jetzt dann antraben möchte, brauche ich auch ein bisschen eine Verbindung, wo ich sagen kann, ich darf auch mit der Hand leicht gegenhalten. Jetzt sprechen wir auch gleich mal die Zäumung an. Ich habe hier Nasenriemen, ich habe auch Sperrriemen drauf. Warum? Es kommen ja immer wieder diese Anfragen, gebisslos reiten oder warum überhaupt mit Sperrriemen oder Nasenriemen. Wenn ihr heute gebisslos mit Pferden reiten möchtet und ihr seht Leute gebisslos reiten, wo die Pferde richtig toll durchs Genick und gleichmäßig gehen, Leute, lasst euch nicht einreden, dass diese Pferde von Natur aus so geritten wurden. Das sind ganz normal ausgebildete Pferde, so wie sie auch. Und dann erst wurden die Gebisse rausgenommen. Und das ist im Prinzip wie eine Überprüfung, ob die Ausbildung gut war. So könnt ihr euch das immer vorstellen. Das heißt, wenn ihr heute Pferde normal ausbildet, so wie Fleur ausgebildet wird, und dann kommt ihr mal auf die Idee und sagt, und jetzt möchte ich mal ohne Zäumung reiten, beziehungsweise ohne Gebiss reiten oder nur Halsring reiten, wenn die Pferde schon mal am Sitz sind, am Bein sind und das verstanden haben, dann spricht da gar nichts dagegen. Wenn ihr das in einem Umfeld macht, wo nichts passieren kann, alles gut. Wenn das Pferd zuverlässig ist, alles gut, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Aber, und das ist wichtig, damit ihr euch nicht in Gefahr begebt, beginnt mit Pferden, mit ordentlicher Ausrüstung, ganz korrekt zu reiten, so dass die Pferde auch wirklich wissen, was ist denn deren Aufgabe und was wollt ihr von ihnen. Und jeder, der reiten lernt, macht Fehler und diese Fehler müssen euch die Pferde auch verzeihen. Und in diesem Sinne, traut euch auch wirklich reiten lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer sich nicht mehr reiten lernen traut, weil er Angst hat vor Fehlern im Sinne von, was sagen andere, wenn ich jetzt so reite, macht es wie ich,
Mir ist es vollkommen egal, was andere sagen. Warum? Mir ist es nur wichtig, dass es Fleur gut geht, dass Fleur versteht, was ich will und dieses Nasenriemen und Sperrriemen drauf haben, ist ja nur als Sinn, wenn sie noch nicht weiß, wenn ich annehme am Zügel, dass sie das durch den Körper durchlassen muss bis ins Hinterbein, hat sie auch die Möglichkeit, das Maul aufzusperren, den Kopf nach oben zu nehmen, die Zunge hochzuziehen. Und damit ihr das gar nicht erst bevorsteht und das dann korrigiert werden muss, kann man zu Beginn eine ordentliche Zäumung drauf. Das Pferd lernt ganz normal den Kopf, das Maul, die Trense zu halten und dann können wir auch anders arbeiten. Betrachten wir das Ganze nun leicht traben. Auch hier ganz wichtig, ihr werdet jetzt immer wieder sehen, dass sie leicht runterfällt, dann auch mal hinter die Senkrechte kommt. Aber sie weiß mittlerweile auch, wie sie den Kopf tragen soll. Heißt, ich habe hier schon die Möglichkeit, sie nach vorne oben zu reiten. Wichtig, auch das gleiche wie im Schritt, Balance in Bewegungsrichtung bedeutet, ich sitze tief im Sattel in ihrer Bewegung, mache mit meinem Körper ihre Bewegung mit und hier habe ich dann die Möglichkeit, beide Hände dran zu haben, dann mit der Wade einrahmen, sie runterfällt wieder Beinkreuz, so dass sie ihren Hals tragen kann. Und nun wieder. Immer wieder aufrichtende Parade leicht werden. Aufrichtende Parade leicht werden. Was diese aufrichtende Parade bedeutet, mache ich im Anschluss noch einmal ein Video für Mitglieder. Hier wichtig, innere Wade biegt jetzt und das könnt ihr auch bereits sehr schön erkennen und sie dehnt sich an den Außenzügel. Auch hier wieder das gleiche Thema. Ich muss mit der Wade einen Druck machen dürfen. Und sie muss im Tempo bleiben. Würde sie auf die Wade loslaufen, habe ich das Gewicht in der Hand und in dem Moment fällt sie runter. Und jetzt versteht ihr, warum diese Balance in Bewegungsrichtung so wichtig ist, weil Pferde, die auf die Wade davonlaufen, mit der Hand gehalten immer eng gehen. Das Gleiche wäre auch, wenn ihr jetzt sagt, ich komme bei meinem Pferd nicht zum Treiben, ich darf die Wade gar nicht dran. Dann bleibt euch ja nichts anderes mehr übrig, als mit der Hand zu ziehen. Und zieht ihr mit der Hand, dann wird das Pferd sowieso wieder eng. Jetzt zum Beispiel läuft sie davon. Was mache ich? Auch wieder. Tief sitzen, abfangen am Zügel, leicht werden. Jetzt. Und dann noch einmal. Jetzt bleibt sie da, ich komme zum Loslassen. Und das ist wieder Balance in Bewegungsrichtung. Das war jetzt toll, dass sie das gezeigt hat. Beim Handwechseln war es ein Davonlaufen. Seht euch diese Sequenz nochmal an. Wichtig ist hier immer so reiten, dass das Pferd weiß, was ihr möchtet. Ein weiterer Punkt, das lange Sitzen. Wenn ich gerade bei einem jungen Pferd mit so viel Bewegung wie Fleur hat eine tolle Bewegung, schneller aufstehe, und nur kurz sitze, dann bringe ich diese Pferde sofort durcheinander. Seht mal, was da passiert. Wenn sie jetzt richtig Bewegung hat, dann wird die Taktfehler machen, sie wird mit dem Kopf hochgehen. Das ist keine Losgelassenheit mehr, sondern wieder Ruhe. Jetzt habe ich auch die Balance in Bewegungsrichtung verloren und schon wird sie vorne unruhig. Schon wird sie vorne den Kopf bewegen beginnen. Ruhe reinbringen, länger sitzen. Durchatmen. Jetzt wird es wieder ruhiger. Noch einmal abfangen, Ruhe. Abfangen, Ruhe. Wieder Handwechsel, ganz mit Ruhe. Neues inneres Bein. Abfangen, wieder Nase leicht vor. Jetzt bekomme ich sie wieder. Und wenn ich jetzt wieder gut zum Treiben komme, dann ist sie in Balance. In Bewegungsrichtung. Die gleiche Arbeit haben wir natürlich auch beim Aussitzen. Hier ist es immer wichtig, ihr müsst euch auf die Pferde einstellen. Wenn ihr gut sitzen könnt, könnt ihr Pferde etwas früher aussitzen. Wenn ihr noch nicht so sicher und stabil sitzen könnt, dann eher mehr Leichttraben oder mal Entlastungssitz. Warum? Dass der Pferderücken einfach frei schwingen kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr kennt es hier bei Fleur, weil sie sich immer wieder dehnt. Wenn sie dann aber runterfällt, immer wieder abfangen, nach oben holen, leicht abfangen. Was bedeutet dieses Abfangen? Faust schließen und gleichzeitig beim Faust schließen mit Wade weiterreiten, mit dem Sitz weiterreiten. Und dadurch kommt sie dann im Widerrist etwas höher und ich komme wieder zum Loslassen. Sehen wir uns nun den Galopp an. Ihr seht, Fleur galoppiert schon sehr brav an. Wieder das gleiche Prinzip. Tiefes Sitzen in der Bewegung des Pferdes. Ich bin nur stabil ausbalanciert. Und nun merkt ihr, im Galopp verliere ich sie gerade. Der Zügel ist weg. Jetzt muss ich sie von hinten durch den Körper rausreiten. Und da ist klar, junge Pferde, natürlich auch mal ein bisschen dagegen. Noch einmal, Bein, Kreuz, abfangen, rauslassen. Noch einmal. Und jetzt. Ja, jetzt bekomme ich sie vor. Noch einmal. Und jetzt kann ich rausreiten. Noch einmal mit Ruhe. Nochmal ruhig. Das sind junge Pferde, mit denen müsst ihr leben. Das habe ich zu Beginn noch gesagt. Dieses Vertrauen in mich selbst braucht ihr, damit ihr junge Pferde reiten könnt. Tief sitzen, locker mitgehen. Ist sie weg? Wieder tief, Bein, Kreuz, abfallen. Bein, Kreuz, abfallen. Erst wenn das Pferd mit dem Hinterbein drunter springt, über den Rücken mit einer Dehnung aus dem Widerrist zum Genick nach vorne geht und ich dadurch eine Verbindung bekomme, jetzt, dann kann ich mit dem Pferd richtig arbeiten. Das ist die Arbeit mit jungen Pferden, bis sie hier stabil sind. Und auch das kann passieren bei jungen Pferden. Je besser ein Pferd, je mehr Qualität ein Pferd, umso sensibler sind die auch. Und darum müssen wir das in Kauf nehmen. Darum habe ich zu Beginn gesagt, ihr müsst fähig sein, junge Pferde zu reiten. Bin ich hier angespannt, ist das Pferd schon wieder verspannt. So ist es natürlich sehr gut. Kann ich mit ihr arbeiten, locker galoppieren. Das gleiche machen wir jetzt mit Handwechsel auf die linke Hand, mit Ruhe. Es ist ein junges Pferd. Ganz lockeres Reiten. Beide Hände sind dran. Wieder ruhig zum Sitzen kommen. Hier vorbereiten. Jetzt reite ich noch hier den Zirkel. Innen das Vorbereiten. Äußeres Bein zurück. Und ihr seht, wie sie schon reagiert. Auch hier ganz gleichmäßig. Zuerst einfach mal locker, ruhig galoppieren. Hand ist leicht am Maul. Und das ist das Wichtige. Ich ziehe mit der Hand nicht. Ich halte nur eine gleichbleibende Verbindung. Das ist für viele nicht vorstellbar, wenn man dieses Gefühl noch nie hatte. Ihr müsst das aber üben. Üben, üben, üben. Die Hand beeinflusst in diesem Fall gar nichts, sondern zeigt nur die Richtung. Beeinflussen kann ich das Pferd mit meinem Sitz und mit meinem Schenkel. Wer aber mit der Wade, mit dem Schenkel nicht reiten möchte, der kann nur mit der Hand reiten. Das muss euch klar sein. Wieder etwas rausreiten, Balance in Bewegungsrichtung, ich komme zum Treiben, darf der Hand nachreiten und das wäre jetzt im Prinzip die Arbeit mit dem jungen Pferd. Das so zu fixieren, damit ich dann mit diesem Gangmaß, mit diesem Galopp die Ecken mehr reiten kann, Linien reiten kann, zulegen darf, aufnehmen darf. Das heißt, wenn das für Sie ganz verständlich und normal ist, dann darf ich beginnen, etwas genauer zu werden. Wieder Ruhe reinbringen. Ruhig. Wieder abfangen. Nochmal. Das ist dieses nach dem Galoppieren leichte Davonlaufen. Und jetzt seht ihr das auch. Sie läuft weg. Das ist nicht ausbalanciert in Bewegungsrichtung. Warum? Weil ich gerade galoppiert bin, länger galoppiert bin. Und das ist für junge Pferde natürlich dann auch wieder schwerer, aufs Hinterbein, in die Balance zu kommen. Die Zeit müssen wir den Pferden geben. Jetzt kommt sie wieder ruhiger in die Balance, abfangen und wieder. Ein weiterer Tipp, wenn ihr hier
am Reiten seid und ihr merkt, die Pferde laufen so leicht weg, ihr dürft mit dem Körper niemals gegen die Bewegung gehen. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt und auch das spreche ich jetzt noch im Video für Mitglieder an. Wenn ihr die Videos sehen möchtet, freuen wir uns, wenn ihr Mitgliedschaft aktiviert, entweder hier auf YouTube, hier ist es mit Werbung, oder wenn ihr es ganz ohne Werbung sehen möchtet, bei uns auf unserer Website wr-rideyourlife.com. Dort seht ihr wirklich alle Videos werbefrei und auch die restlichen Online-Angebote. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr den Kanal abonniert und uns folgt. Bis zum nächsten Mal.